Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator. Ja, ich wollte gerade zwei sagen. Aber nein, es gibt nur American Truck Simulator. Hallo und herzlich willkommen, ja, zu, wie gesagt, American Truck Simulator. Ich habe zu viel American Truck Simulator. Ich muss mich daran gewöhnen, dass die neue Staffel. Ich musste erstmal wirklich in meinen Kopf reinkriegen, dass das auch so reinfloat, ne? Die neue Staffel beginnt ja jetzt erst so gerade. Deswegen, genau, wir befinden uns hier, wie ihr sehen könnt, natürlich im American Truck Simulator. Und wir schauen einfach mal nach, ob da. Gut, was heißt, wir schauen nach. Wir haben ja schon beim letzten Mal gesehen, dass der Auftrag der ist, den fahren werden. Sprich, wir fahren Feuerwerkskörper 38.404 Pfund von Walmart in Colorado Springs nach Costco. Steamboat Springs für 14.842 Dollar. Es ist wieder ein Kombifahrt, eine normale Scheinwerferlieferung mit der Gefahrenklasse 1, eine Strecke von 298 Meilen, 5,5 Stunden soll das Ganze dauern. Das heißt, wir wären dann gegen 6 Uhr zur ja, ich habe vergessen, wie die Zeit so heißt. Irgendwas mit Daytime auf alle Fälle. Okay, es ist die Mountain Daylight Time. Na dann. Oder auch weit entfernt. Und ich habe vergessen, wir haben sogar Triple Trader. Wir fahren natürlich mit einem Western Star. Ich weiß allerdings nicht, krass mit einem Triple Trader. Mit dem Triple Trailer fahren wir durch diese serpentinigen Straßen. Also, ja, durch die Serpentinen. Also, ich habe keine Ahnung, ich kann leider nicht nachgucken. Habe es ja leider schon mal, hab's ja schon mal probiert, dass ich nachgucken kann, welcher Auftrag das so ist, was für einen Truck wir hier haben. Aber das sehen wir ja leider hier nirgends. Aber wir fahren, wie man sehen kann, ein Western Star. Wie viel PS? Wahrscheinlich wenig. Haben wir jede Menge Spaß beim Ziehen. Die Berge hoch. Wie gesagt, 38.404 Pfund an Feuerwerkskörpern, die wir jetzt nach Costco fahren. Für 14.800 Dollar. Go straight and then turn right. Stay right and then turn right. Wir haben keine Retarder hier drin. Das heißt, er ist wirklich so ein relativ standardmäßiger Truck. Das wird eine spaßige Fahrt, denke ich mal. Die wir hier zurückzulegen haben und zurücklegen werden. Hier mit den Helikoptern der Stadt von Colorado Springs. Wir haben noch Sprit für 517 Meilen. Das heißt, what? Wir haben so wenig Tank, dass wir wahrscheinlich, wieso, wir haben so wenig Sprit drin, dass wir wahrscheinlich nochmal zwischendurch tanken müssen. Das ist ja auch gut zu wissen. Dann gucken wir mal, wo wir tanken können. So, auf der Hälfte der Strecke vielleicht sicherheitshalber mal tanken. Das wird schwierig. Ich sehe nämlich hier gar keine Tanke, so gar keine. Ja, ich würde sagen, wir müssen es einfach schaffen. Da bleibt kein Weg dran vorbei, wir müssen es einfach schaffen. Und wir haben 200 Meilen quasi gut. Wir fahren ja knapp 300 Meilen. Heißt, wir haben, sind 200 Meilen etwa im Plus.
Wird schon schief gehen, wa? Wird schon schief gehen. Go straight. So, schön jetzt weiter hier mit Cruise Control hinter den Cops hinterher. Fahren wir Richtung, wir fahren, ich weiß gar nicht, fahren wir Richtung Denver oder fahren wir Richtung Pueblo? Stay right. Ach Gottchen. Sag nicht, unsere Ausfahrt ist gesperrt. Oh, please. Ja, ich glaube, wir müssen tanken. Heißt, wir fahren jetzt wahrscheinlich hier entlang. Kann das sein? Wir fahren jetzt hier lang, dann fahren wir hier durch Pueblo durch und dann fahren wir hier nach Norden und dahin. Das heißt, prinzipiell gibt es eigentlich auch, okay, wir könnten, wenn wir hier lang fahren, dann tanken wir hier vorne. Werden wir dann ja bald sehen. Mein Aussichtspunkt entdeckt. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Ach, hier vorne ist der Aussichtspunkt. Fahren wir bestimmt auch irgendwann mal hin. Irgendwann mal werden wir die Zeit dafür haben. Auch eine schöne, etwas längere Auffahrt. Ne, wir drehen hier vorne. Ja, wie treffend. Fahren wir jetzt 334 Meilen. Gut, dann fahren wir halt so. Ist natürlich auch kein Problem. Das sollte kein Problem darstellen. Wir haben ja prinzipiell eigentlich genügend Sprit dabei, wie gesagt. Okay, okay, was heißt stimmt? Ich habe nicht nachgeguckt, aber wir haben nur ein 10 Gang Getriebe hier im Western Star. Erst auch mal in Pueblo, da fahren wir gar nicht in Pueblo rein, sondern benutzen nur hier den Exit 104. Turn left. Wenn wir jetzt dort sind, wir sind jetzt wir sollen jetzt gegen 7 Uhr morgens von der Mountain Daylight Time dort sein. Wenn wir dann mal hier wieder auf den Pott hier kommen, beziehungsweise auf die Interstate. Auf die Interstate 25 sind wir. Ich war jetzt irgendwie. Ich wusste, wir sind nicht auf Interstate 70, aber ich habe ja nicht nachgeguckt vorher, wo wir jetzt. Ich habe ja nicht vorher den Weg gut genug studiert, dass ich jetzt wüsste, über welche Interstates wir jetzt fahren werden. Ja, jetzt war ich kurze Zeit lang ein bisschen abgelenkt, weil ich eine Nachricht bekommen habe, eine wichtige. Also wenn ich jetzt ein abrupter Themenwechsel war, I'm sorry. Wenn ich schon mir jetzt gerade hier dabei bin, dann kann ich noch mal kurz gucken, ob es ein neues Update für Instagram gibt, weil das Benachrichtigungsding, nee, gibt es nicht, weil das Benachrichtigungsding mir jetzt nicht mehr angezeigt wird oben vernünftig, seitdem ich da endlich mal hier den Dark Mode reingemacht habe oder geguckt habe, ob es einen Dark Mode gibt für Instagram.
den es zum Glück gibt. So, mal gucken, ob wir es hier irgendwie, ob wir jetzt hier durchkommen oder nicht. Aber wahrscheinlich war nur die Auffahrt hier auf die Interstate 25 gesperrt. Stay left. Wir kommen jetzt hier schön durch. Schreiben wir mal auf 65 Miles Power. Ich wollte 25 sagen, weil ich heute die Interstate 25 gesehen habe, wieder oben in Richtung Denver. An Colorado Springs wieder vorbei. Stay an der Fillmore Street vorbei. Ich habe auch das Gefühl, wir werden nicht sonderlich viel schneller fahren können als die 65 Miles vorbei, weil wir einfach so enorm viel zu ziehen haben und wir eh nicht einen höheren Gang. Wir hatten der 10. Gang ist halt der höchste Gang, den wir hier drin haben im Western Star. Daher können wir da auch nicht wirklich viel mehr machen. Außer halt weiter das Gaspedal runtertreten. Das wird ab einem Zeitpunkt halt auch nicht mehr wirklich viel bringt, weil wir halt schon am Limit sind. Das muss halt auch mal sein, ne? Und wie gesagt, ne, wenn wir jetzt eine Bewertung von 10.0 haben, wenn wir die haben, haben wir schon unseren eigenen Truck und haben den auch schon wahrscheinlich so stark gelevelt oder sind selber so stark gelevelt, dass wir uns den Truck komplett pimpen können. Erst auch mal in Denver. Sprich, dass wir dann auch wirklich das Beste von Besten nehmen können und so weiter und so fort. Gehe ich mal zumindest stark von aus, dass es eben so sein wird. Weiter auch jetzt noch mit 60. Ich bin es ja schon runter. Jetzt fahren wir hier wieder am Stadium vorbei. Ja, ich bin es ja schon runter auf 55 Miles per Hour. Kann halt immer noch langsamer gehen, und es ist natürlich wieder klar, dass wir kennen ja Denver mittlerweile schon, aber wir kennen ja Denver schon aus den Livestreams, wo wir ja schon häufig, sehr, sehr häufig vorbeigefahren sind. Von daher ist das keine Überraschung, dass es hier so langsam vorangeht. Better late than that, das stimmt. Dann haben wir gleich wieder das Problem, dass wir uns wieder mit dem unterpowerten Western Star und den wie viel war das nochmal gleich? 38.404 Pfund Feuerwerkskörpern, wir hier ein bisschen hochkämpfen müssen. Stay right, then exit right. Exit right. Och nö. Achso, nee, ich dachte schon. Aber dafür für eine Sperrung war es einfach viel zu weit weg. Also viel zu spät so gesehen. Ne? Also eine sperrende Umleitung, die hätte viel früher gewesen. Ich hatte kurz einen Schockmoment und dachte, ja, das war es mal wieder. Spur. Wenn ihr wieder aufs nächste Autobahnkreuz oder ein bisschen auf die nächste Interstate Change kommen. Exchange, ich weiß schon nicht mehr.
gerade wieder zu wenig ins Instagram, genau. Dafür bin ich jetzt gerade wieder ein bisschen zu wenig in Cities Skylines drin. Hab's aber mittlerweile auch wieder wieder geöffnet, noch Mods aktualisiert, beziehungsweise installiert, die zuvor nicht aktualisiert werden konnten. Heißt, da wird es auch demnächst weitergehen. Ich weiß halt noch nicht ganz genau, wie ich das Ganze dann gestalten möchte, ob ich das weiterhin so beibehalten möchte oder ob ich das anders mache. Mal schauen. Sprich, ob ich quasi drüber moderiere oder nicht. Schauen wir mal. Eieiei. Okay, in einer Meile haben wir dann die Abfahrt. Den Exit Richtung Steamboat Springs. Wir haben noch 188 Meilen und noch 360 Meilen Sprit drin. Im Tank. Drin ist auch so eine gute Beschreibung. Stay right and then exit right. Exit right. Wie wir hier einfach mal mit 44 Meilen rum eiern, weil wir einfach nicht in eine Pötte kommen. Auf den serpentinigen Abschnitt. Beziehungsweise den ersten Serpentinen. Dann schauen wir jetzt hier zur Mountain Daylight Time. Die Sonne aufgeht. Wir haben uns jetzt gerade. Kann ich das erkennen hier? Nee, ne? Wir haben es 4 Uhr. Nee, sehe ich gerade zumindest nicht in diesem Infofeld. Sehe ich das sonst irgendwo? Nicht so wirklich. Also ich sehe jetzt im Dashboard halt hier wirklich vom Western Star gar keine Uhrzeit, allgemein nicht. Interessanterweise oder jetzt gleich heikel. Hoffen wir mal, dass nichts von vorne kommt. Ansonsten müssen wir warten oder die, je nachdem, wer zuerst da ist. Auf jeden Fall haben wir wieder. Ja, was heißt wieder? Also, ja, gut, wieder, klar, wieder, aber wir haben, wie zu erwarten, war eine Menge zu kämpfen hier. Kämpfen wir uns hier richtig den Berg rauf. Aber damit war ja zu rechnen, da wir so wenig Power haben, halt so viel zu ziehen haben. Mich würde da schon so ein bisschen das Gesamtgewicht interessieren. Blenden mit unserem Fernlicht. Machen wir es mal wieder aus. So ein dynamisches Wetter, so, ne, von wegen, wenn man dann beispielsweise jetzt hier durchfährt, dass man und hier relativ jetzt Schnee liegen würde, dass dann hier Schnee liegt, das wäre halt auch ein nice Ding. Ne? Das
Weiß ich jetzt mal so gerade einfach mal in den Sinn gekommen, weil wir jetzt hier gerade wieder so einen bergigen, so einen hügeligen Abschnitt haben. Stay left. Stay left. Aber man ist unsicher, ob wir jetzt hier einen Break-Checkpoint haben. Wenn wir jetzt hier einen Break-Checkpoint haben, dann spielen wir das natürlich so aus, dass wir da kurz die Bremsen checken. Einfach um den Realismus, den wir hier nicht mit der uns quasi mit den Schildern gegeben wird, einfach mit auszuspielen. Genau, hier haben wir einen Scenic Overlook. Brauchen wir es nicht unbedingt. Wir haben halt einen niedrigeren Gang, da es jetzt bergab geht. Enge Kurve hier wieder. Ja, ist ja gut. Ja, schon mitbekommen, dass wir wieder hier so schnell sind, werden wir hier Backup wollen. Gut, dass wir die Engine Brake haben. Dann sind wir auch wieder Tag. Haben noch 115 Meilen. War das nicht so, dass wir zwei serpentinige Abschnitte hatten? Ja, okay, mehr oder weniger, ne? Mehr oder weniger. Aber wir dürfen jetzt auch ein bisschen schneller fahren. Da haben wir den Abschnitt auch, den größten Abschnitt ist ja hinter uns. Teil des Abschnitts und dann haben wir noch einen etwas kurvenreicheren Abschnitt, wenn wir dann kurz vor Steamboat Springs sind. So, Tempomat auf 55 Miles per Hour. Während wir hier bei dem geraden Abschnitt sind, der uns näher wieder an Steamboat Springs heranführt. Es ist schon schön hier, diese bewaldete Abschnitt, während es immer heller und heller wird. Hoppla. Und da geht auch langsam die Sonne auf, wie wir sehen können. Die 45 hätten wir doch besser reinbremsen können hier in die 45 Miles Power hier bei dem Eingang zum Wohngebiet. Oh, leichter Nebel. Interessant. Nebelschwaden hier im Tal. So ein leicht grünlicher Nebel kommt mir so vor, oder? Kommt mir das nur so vor? 50 Miles per Hour habe ich jetzt nicht gesehen aufgrund des Nebels.
Weil ich zu sehr auf den Nebel fokussiert war. Zumindest wirkt er gerade für einen Moment leicht grünlich. Das kann natürlich auch an dem Grün der Bäume und so weiter gelegen haben und der Gräser. Da war es dann noch ein bisschen grüner. Jetzt nicht so leicht karg. Nicht so spärlich grün so gesehen. Und dann sind es nur noch 62 Meilen bis Steamboat Springs. Die haben wir dann auch relativ fix wieder vom Tacho gefahren. Auch wenn ich die Grafik mal auf komplett loste Priorität habe, müsste das ja eigentlich noch alles Teil der Grafik mal sein. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, muss ich sie wieder ein bisschen nach oben packen. Aber ich meine, dass der Sonnenuntergang, den wir hatten, der sah ja sehr stark nach der Mod aus. Box wirkt zumindest danach. Wir haben uns, werde ich einfach die Mod wieder ein bisschen nach oben packen. Cruise Control mal auf 49 Miles per Hour. Was haben wir hier? Only Runaway Truck Ram 5 Miles Ahead. Brake check strongly recommended before descending pass. Dann checken wir mal die Bremsen. So. Dann jetzt die vom hinteren Trailer. Vom vorderen Trailer, vom mittleren Trailer. Vom hinteren Trailer. Und das ganze Spiel nochmal auf der anderen Seite. Vom mittleren. Vom vorderen Trailer. Und dann jetzt wieder. Vom Truck selbst. Alles in Ordnung, dann können wir weiter. Wir hätten es zwar prinzipiell nicht machen müssen. Okay, da ist noch die Grafikmod mit drin, das sieht man in der Skybox. Wir hätten es prinzipiell nicht machen müssen, aber auch vor allem, weil es nur recommended war, so gesehen, aber wir haben es halt einfach trotzdem gemacht. Einfach für ein bisschen mehr Realismus. Wir wollen ja schließlich nicht unseren Lappen verlieren, deswegen checken wir auch vor allem die nicht eigenen Trailer, vor allem weil wir halt nicht eigenen Trailer haben und keinen eigenen Truck haben, checken wir dann das natürlich nochmal gegen. Um auch nochmal sicher zu gehen.
sie wieder schön ins Tal fahren. Stay right. Und jetzt auch Steamboat Springs erreichen. Erst auch mal in Steamboat Springs. Aber in Walmart. Go straight. Da wollen wir aber nicht hin, denn wir liefern ja zu. Ich habe es wieder vergessen, weil ich wieder so viele Sachen fahren, wie wir heute zu Costco fahren, gell? Boah, fest bei dem Ausrasten. Ist halt dann einfach so, wenn wir halt in neue Städte fahren. Unter 25 Miles per Hour. Puh. Hier sind irgendwo sind hier doch Sirenen. Ist doch hier bling bling. Oder es war nur kurz bling bling. Schon nice aus, so, ne? Oh. Eigentlich hatte ich doch die Feststellbremse gelöst, oder nicht? Naja, whatever. Go straight. Straight, das können wir. Wir halten wieder bei der nächsten roten Ampel. Hoppla. Wir müssen uns auch gleich links halten, wo das hinter uns nichts kommt. Außer halt der eine. Das eine Auto hier, jetzt neben uns. Wunderbar. Stay left and then turn left. Aber natürlich doch. Turn left. Sogar noch grün. Bisschen zu schnell genommen. Kurve. Aber gut. Hier über den Yampa River. Und den Bahnübergang. Get ready to turn right. Schon mal so eine angenehme Ladestelle. Oh Gott. Eine angenehme Firma. Turn right. Wo wir jetzt einfach schön schnurgerade you have arrived at your rauffahren können hier bei Costco. Ich weiß schon gar nicht mehr, was Costco jetzt, was sonst hier war. Weiß ich echt nicht mehr. Was das jetzt ersetzen soll, dann mal den Motor aus und kassieren die $14.800 für die Feuerwerkskörper, die wir jetzt bei dem Triple Trailer hier durch die Gegend gegurkt haben. Ausgezeichnete Feuerwerkskörper von Colorado Springs nach Steamboat Springs geliefert. Gefahrenstrecke, das fällt mir jetzt auf, dass sie von Springs nach Springs geliefert haben. Gefahrenstrecke 346 Meilen. Wir haben 8 Stunden dafür benötigt, 73 Gallonen verbraucht. Bekommen dafür $14.842 und 839 Erfahrungspunkte sind dementsprechend auf Level 3 aufgestiegen. Deswegen ist auf hochwertige Fracht. Jede Fracht ist wertvoll, aber einige Ladungen sind wertvoller als andere. Nur bewährte Experten, denen die Firmen vertrauen, dürfen diese Art von Frachten ausliefern. Als Vergütung erhältst du für Rang 1 die Messe freischalten. Wir schalten dementsprechend halt die hochwertigen Frachten frei, bekommen dafür 5% höhere Vergütung für das Aufliefern eben dieser und 18%
Erfahrungsbonus für das Ausliefern hochwertiger Fracht. Und wir haben noch eine E-Mail, die wir wahrscheinlich von der Bank haben. Genau, die Bank kann uns helfen zu wachsen. Wir können jetzt eine Kreditlinie von 5.000 machen. Richtig? Richtig. Unser Kreditrahmen 500.000. Wie gesagt, wir nehmen keinen Kredit für unseren eigenen Truck. Werden wir keinen Kredit nehmen. Je nachdem, wie das dann mit dem Event aussieht, wofür ihr abstimmen könnt, je nachdem, wie das dann ausfällt, muss man dann vielleicht einen kleinen Kredit nehmen. Aber bis zur Folge 25, bis zur Folge 25 haben wir noch ordentlich Zeit, Geld einzufahren. Wir schauen mal nach, welcher Auftrag uns als nächstes morgen im morgigen Video erwartet. Wir sind jetzt im vierten, genau. Da bin ich gespannt. Okay, Düngemittel von Celina nach Jackpot Nevada, von der Farmers Barn in Celina, Utah nach Jackpot, wieder nach Dole für $14.170. Eine Strecke von 366 Meilen, das soll 6 Stunden dauern und wir bekommen dafür, wie gesagt, $14.170. Das fahren wir dann wahrscheinlich dann im morgigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder.